Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 4 Golden. So, das letzte Mal sind wir ja hier wieder in die Welt im Fernseher gegangen, weil wir da den einen Kerl, der ja angeblich die Leute getötet hat, finden wollen. Das ist so, wenn du dann jetzt was sagst und du versuchst, möglichst wenig zu spoilern. So gut. Meine Standardparty sieht ja so aus, also komm mit. Und mal sehen, was der Dungeon so bereithält. Ja, ich bin vorsichtig. Ich hab den auch relativ ungut in Erinnerung. Begin a new quest, end your quest. Please enter your name. What is this? Enter your name. Das ist me. Does this mean the game starten? This kinda pisses me off. Let's go, Senpai. Nur so, erstmal zum Network connecten. Auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt. Weil ich kann hier ja wegen der Controller-Steuerung die Network-Funktion gar nicht benutzen. So. Genau reingelaufen, aber wenigstens frontal. Frontal ist meistens gut. Okay, die sind relativ weak, wie es aussieht. Und relativ weak heißt sehr weak. Aber da fällt mir eigentlich ein. Oh, eine neue Persona, die ich noch nicht hatte. Okay, aber ich kann... 32, die hat ein höheres Level als all meine anderen. Aber ist halt Magician, den ich eigentlich gar nicht mehr benutze. Okay, wen kann ich ihn fast austauschen? Oder habe ich irgendwas doppelt? Ich bin gerade überlegen, Empress brauche ich glaube ich gar nicht. Weil Empress war ja Dings, wie heißt sie? Da, das Mädel im Velvet Room, nicht Persona, Social Link. Ja, dann war die Empress, ja hier Margaret. Gut. Dann konnte ich das ja ruhig tauschen. Was ich aber ja nachsehen wollte. Ich habe ja zwischendrin Stuff gekauft und da stellt sich jetzt ja die Frage, kann ich was austauschen? Ja, für ihn kann ich was austauschen. Okay, bei ihr nicht. Auch nicht. Okay. Dann können wir da relativ wenig tauschen. Aber zumindest haben wir für einen, der bei uns in der Party ist. Oh. Ich habe eine Kette gehört. Das ist sehr, sehr ungut. Kette bedeutet halt, dass es tot ist. Also, dann kommt wortwörtlich der Tod raus, wenn wir die nächste Kiste öffnen. Und das ist ein bisschen ungeil. Der ist halt so Level 90, die wird uns wahrscheinlich one-shotten. Der droppt halt aber auch die beste Waffe für den Protagonisten. Aber wir haben halt nicht mal ansatzweise das nötige Level dafür. Dann kommen Money ab. Luck up lohnt sich ja nur, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ja komm, mit der Persona spiele ich jetzt weiter. Wobei es per se sowieso relativ wenig Sinn macht, die ganzen Attribute hochzuleveln. Oder zumindest es wird viel zu lange dauern, sagen wir mal so. Hey, die sind aber alle brutal weak. Das macht mich irgendwie ein bisschen fertig. Da hätte ich so irgendwie mit mehr gerechnet. Aber ich beschwere mich nicht, sage ich mal so. Ja, Tod ist gut. Einer der großen Vorteile hier im Gegensatz zum Vorgänger Persona 3 ist ja zumindest mal, du musst also nicht weglaufen, wenn der Tod kommt, weil der wird halt mit einer Kiste spawnen und da hast du dann die Möglichkeit zu sagen, ob du die Kiste öffnen willst oder nicht.
Okay, das war halt ein bisschen schade, fast schon. Ja, komm, 45 ist ja nix. Oh, noch eine neue. Kusumitama. Ah, was ist das? Strength. Ja, okay. Das ist halt ein extremer Unterschied zu der Strength-Persona, die ich hatte. Aber ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Wenn wir die ablehnen, werden die ja trotzdem zumindest so, wie sie waren, ins Kompendium aufgenommen. Okay. Da geht's woanders hin und hier auch. Aber irgendwie ist alles, was hier drin ist, übel weak gegen Physical Attack. Oh, mein Freund. Jetzt muss ich nur hoffen, dass das gut endet. Weil die geben ja richtig gut Erfahrung. Es könnte gut enden. Natürlich verfehlst du. Bitte. Gut. Ich hatte für einen Moment echt Angst, dass der wegläuft. Zehntausend Erfahrungen. Das ist schon... Okay, er kriegt bald Magarula. Also, ich glaube, ich habe selten was, das sich so gelohnt hat. Ah, ja, sie levelt jetzt ja sogar mit. Stimmt ja. No. Weil da ist der Tod drin, das wäre ein bisschen over the top für einen Moment. Die Frage ist jetzt, wie... So, gut. Ich habe gerade überlegt, wie man die Map nochmal aufruft. Ist ja alles schon ein paar Tage her. So. Ist aber irgendwie fast schon ein bisschen lame, dass für so gut wie alle Gegner halt der Rush reicht. Komm, nehme ich einen XP ab. Muss jetzt mal überlegen, eben für den Kampf haben wir 10.000 bekommen. Und hier jetzt gerade mal 175. So, aber gehen wir mal auf den nächsten Stock. How dare you stand against me for being a rotten orange? It'll make a worthless human like you taste endless pain. Take this. Critical hit. Punishing hit. Mitsu has been knocked down. Huh? No way. What's this all about? Anyways. We need to hurry on. Yeah, reconnecte. Das sind immer so die guten Momente. Wie lange dauert das? Ich hab so das Gefühl... Ah, ich seh's auch gerade. Ich habe meine Internetverbindung verloren. Geil. Bitte lad nicht in alle Ewigkeit, wenn einfach nichts da ist. Ich kann es aber auch nicht abbrechen. Gut, nein. Ist eh nicht schlimm. So. Okay. Wenn der die schon one-hittet. Oh, er hat's. So. Okay.
Kay nur ein Level up, hatte ich mir fast schon mehr erhofft. Ich bin ja mal gespannt, so normalerweise, wenn man so die Hälfte des Dungeons hinter sich hat, wechseln ja die Mobs, ob da ein bisschen was Anspruchsvolleres kommt. Dass sie dann jetzt noch dabei kam, war echt ein bisschen over the top. So, neue Persona. Uni. Und was ist er? Er ist Strength. Und hat wahrscheinlich viel bessere Skills. Deswegen, den nehmen wir dann schon mal. Okay. Ich muss ja sagen, was mich an dem Spiel hier immer so meistens stört, sind wirklich so die random generierten Dungeons. Du weißt halt nie, wo du überhaupt bist, weil halt alles genau gleich aussieht. Komm, gib dem. Okay, ich sehe, sie hat mittlerweile so Ritterstiefel. Das muss bestimmt schon ziemlich wehtun, wenn du so ein Teil ins Gesicht reinkriegst. Aha, und die sind schwach. Gut. Das ging ja einigermaßen. Okay, wo gehen wir lang? Komm, würde ich sagen, backtracken wir ein bisschen nach unten, wo ich eben zuerst abgebogen bin, weil das wird wahrscheinlich nur noch eine kleine Abbiegung irgendwo hin sein und dann dürften wir den Ecken haben. Also normal. Ja, wie ich gesagt habe. Okay, drei von denen. Das ist eh locker. I've proven my man. Eigentlich bringt's halt wirklich gar nichts mehr, dass die Persona überhaupt noch levelt, aber gut. Ich schau mal. Was hat ein Pyro Jack für? Okay. Nehme ich mal Oni als Primär-Persona mit. So ein bisschen Physical, vor allem mit Konter. Das ist schon ganz nett. Wo geht jetzt hier rein? Treppen. Und dann hier, komm, gebe ich dem noch eine mit. Ich verstehe halt nicht, warum Rush nicht einfach anbleiben kann für die ganzen Kämpfe. So. Noch ein Kampf. Nehme ich gerne mit. Oh, vor allem gegen so einen. Ich frage mich gerade, was ist der Sinn daran, dich selbst zu enragen? Weil ich bezweifle mal, dass du, wenn du enraged bist, einen höheren Damage machst. Okay, Rose. Aber ein Fool habe ich, glaube ich, gar nicht dabei. Nee. Die Skills sehen aber ganz nett aus, so. Chariot könnten wir eigentlich rausnehmen. Okay, Level 40 schon. Okay, ja gut, kann ich einfach mit Garula tauschen. Yeah, I leveled up!
Ja, bei ihr dauert es noch ein bisschen, aber Counter-Strike wird halt schon nett. Und sie levelt ziemlich schnell. Na gut, sie ist halt auch ziemlich low-level gewesen die ganze Zeit. Und ich würde meinen, ich mache an der Stelle dann Schluss und dann sehen wir uns das nächste Mal, wie da heißt Let's Play Persona 4 Golden.